Vielen Dank, Ines Ahland. Und wir nutzen die Zeit, bis es dann losgeht, um, wie das gute Tradition ist, mit einem Wissenschaftler noch auf die Partei zu schauen. Und bei mir ist heute Morgen, und ich freue mich sehr, Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Herr Faas, die Sozialdemokraten im Bund, es gab schon mal bessere Zeiten, muss man sagen. Sie stecken im Umfragetief seit Monaten fest. Mit diesen Vorzeichen im Moment, wie schwer wird das hier für die Partei, in diesen Europawahlkampf zu gehen? Nein, das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, keine Frage. Denn dieser Bundestrend, der setzt erstmal das Ausgangslevel, mit dem die Partei in einen solchen Wahlkampf geht. Das wird auch nicht wirklich eine europäische Wahl sein, sondern wir werden ganz viel über nationale Themen reden. Also all diese Unzufriedenheit, die wir gerade sehen, die wird sich durchaus auch in diesen Wahlkampf übersetzen. Und hinzu kommt dann natürlich noch, Europawahlen sind typischerweise geprägt durch sehr, sehr geringe Wahlbeteiligung. Und auch das ist etwas, was der SPD noch mal mehr zu schaffen macht als etwa den Grünen oder der CDU. Also das ist schon ein durchaus schwieriger Start für die SPD in dieses Wahljahr. Tatsächlich, da will ich noch mal anknüpfen. Sie sagen es, die SPD schneidet, wenn man die letzten 25 Jahre sich mal anschaut, bei Europawahlen immer schlechter ab als bei Bundestagswahlen. Die einzige Ausnahme war 2014, als Martin Schulz der Europakandidat der SPD war. Warum ist das eigentlich so? Warum kann die SPD ihre Leute, ihre Anhänger nicht mobilisieren? Sie waren in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten natürlich sehr, sehr oft Regierungspartei. Und dann sind diese Nebenwahlen, die nicht eben Bundestagswahlen sind, häufig so ein Ventil, wo sich Unzufriedenheit quasi sichtbar macht oder wo die sich Bahn bricht. Und der zweite Faktor ist tatsächlich, dass Mobilisierung für die SPD bei Bundestagswahlen leichter gelingt. Da ist insgesamt die Zeit politischer, während Europawahlen wirklich nicht durch einen intensiven Wahlkampf begleitet oder vorbereitet werden. Und die Anhängerinnen und Anhänger der SPD sind eben keine, die ganz, ganz selbstverständlich zur Wahl gehen. Also diese beiden Dinge, Mobilisierung ohnehin ein Problem, plus diese Unzufriedenheit gegen Regierungsparteien, das schmerzt die SPD doppelt und macht es dann tatsächlich sehr, sehr schwer. Die Europawahl 2019, die steckt der Partei immer noch ein bisschen in den Knochen. Da lag sie bei 15,8%, also das historisch schlechteste Ergebnis, was bundesweit überhaupt mal bei einer Wahl erzielt worden ist. Damals trat Andrea Nahles eine Woche später zurück. Das hatte auch noch andere Gründe, aber das war sicher ein Beschleuniger dann nochmal. Wie gefährlich könnte denn jetzt die Europawahl für die SPD, für einen Bundeskanzler Olaf Scholz werden, wenn die Partei noch schlechter abschneidet als letztes Mal? Ja, da ist die Europawahl natürlich ein Gradmesser. Ich denke, das werden wir auch heute hier bei der Delegiertenkonferenz sehen, weil es geht ja darum, die Kandidierenden für die SPD aufzustellen. Und alle hier im Raum wissen sehr, sehr genau, wenn wir 15% der Stimmen haben, dann bedeutet es eben, dass wir nur 15 Abgeordnete ins nächste Europäische Parlament entsenden können. Das kann man hier ganz gut übersetzen, immer jeweils. Wären es 25, wären es 10 Sitze mehr. Also gerade heute kann die Partei und wird sie auch spüren und entsprechend intensiv vielleicht auch diskutieren, dass das schlechte Standing im Bundes, auf der Bundesebene tatsächlich Stimmen, Sitze, Einfluss kostet. Und insofern die Nervosität ist ohnehin da und die wird heute sicherlich nicht geringer werden. Nun heißt die Spitzenkandidatin Katharina Barley nicht Olaf Scholz, aber beide sollen auf den Wahlplakaten auftauchen. Welche Chance hat denn Katharina Barley überhaupt, sich gegen den Bundestrend durchzusetzen? Ja, also das ist erstmal nicht untypisch, dass man auch den Kanzler oder die Kanzlerin plakatiert. Das haben wir ja früher bei CDU-Kampagnen gesehen, dass Angela Merkel auf den Plakaten dort zu sehen war. Aber damals war die Hoffnung natürlich, dass sie ein Zugpferd ist. Und da ist im Moment durch ein kleines Fragezeichen dran. Es spiegelt durchaus dieses europäische politische System durchaus wider, dass man sagt, wir haben das Europäische Parlament als wichtigen Player. Aber natürlich spielt auch der Kanzler auf europäischer Ebene im Europäischen Rat oder in ähnlichen Kontexten eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber trotzdem, sie ist die Spitzenkandidatin und er wird es sicherlich nach Kräften unterstützen. Aber sie ist die Spitzenkandidatin. Für den Moment vielen Dank. Gerade ist sozusagen der Einmarsch, deswegen ist der Applaus ja aufgebrannt. Ich würde sagen, wir schauen mal nach vorne und Ines Ahland wird uns sagen, was auf der Tribüne jetzt gleich passieren wird.